Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für uns Grüne steht zunächst mal fest, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland muss stark bleiben. Und dazu gibt es natürlich eine Menge Überlegungen. Er muss aber auch reformfähig bleiben. Und er muss sich, glaube ich, er muss sich auch verändern. Das heißt, wir werden in Zukunft einen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, als wir ihn heute haben. Er wird möglicherweise mit etwas weniger Radioprogrammen auskommen. Er wird möglicherweise auch irgendwann mit etwas weniger Fernsehkanälen zurechtkommen. Aber entscheidend ist, dass er stark bleibt, dass er seine grundlegenden Aufgaben erfüllt, nämlich das zu leisten, was eine freiheitliche Demokratie braucht. Freie Meinung und Vielfalt der Meinung in einem Programm abgebildet, was sich substanziell und unabhängig mit den Themen und Fragestellungen der Zeit befassen kann. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hier bei uns der Westdeutsche Rundfunk, muss stark bleiben, soll stark bleiben. Und wir haben in der vergangenen Legislatur auch immer dafür geworben, dass er zukünftig, damit die Systeme sauber getrennt und auseinandergehalten werden können, dass er zukünftig werbefrei werden soll. Auch das ist das Fernziel, jedenfalls von Bündnis 90 Die Grünen. Saubere Trennung zwischen dem privaten Angebot, werbefinanziert, und dem öffentlich-rechtlichen Angebot, beitragsfinanziert, aber eben auch werbefrei. Auf dem Weg dahin haben wir uns in der letzten Periode bereits zu einem zweistufigen System entschieden. Dieses war der Versuch, eine solche Veränderung einzuleiten. Der wurde damals auch von allen Fraktionen hier im Hohen Hause als richtig empfunden. Und insofern war das, glaube ich, auch der richtige Schritt. Wir haben aber auch Argumente gehört in der Anhörung damals, die uns bis heute nachdenklich machen. Ein Argument, das ist so ein Begriff, der ist mir damals schon aufgefallen, der hieß Gattungsschaden. Da wurde also gesagt, es kann sein, dass durch die Tatsache, dass man die Werbung in dem einen, im öffentlich-rechtlichen Angebot verringert, möglicherweise die Attraktivität und die Durchsetzungsfähigkeit des Werbeangebots im Privaten auch leidet. Und wenn sich dieses durchsetzt durch alle Hörfunkprogramme, dann entsteht ein sogenannter Gattungsschaden. Und darauf ist in der Anhörung damals, als wir über das Gesetz hier beraten und entschieden haben, mit der rot-grünen Mehrheit schon diskutiert worden. Das Zweite ist, wir haben uns damals vorstellen wollen und können, dass eine Art Kompensation stattfinden kann. Das heißt also, dass man möglicherweise auf der einen Seite die Werbung reduziert, auf der anderen Seite aber über den Beitrag oder auch Veränderungen, die eben durch entsprechenden Umgang mit den rund 7,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen stattfinden, dass man eben dadurch eine Veränderung und eine Kompensation dieser Mittel erreicht. Dieses ist aber nach heutiger Sicht auszuschließen. Ich glaube nicht, dass die Ministerpräsidenten in ihrer Konferenz die Situation so einschätzen, dass sie einfach eine Beitragsanpassung beschließen können, sondern sie sprechen überwiegend von Beitragsstabilität. Und ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass absehbar ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt mal eben alles umstellt, was er umstellen muss in den nächsten Jahren, um dann möglicherweise Beitragsstabilität überhaupt darstellen zu können. Vor dem Hintergrund also entfällt auch das Kompensationsargument. Und das sind die Gründe, warum wir Grüne sagen, unter diesen Gesichtspunkten kann man die Veränderungen im 16. Rundfunksänderungsvertrag, wie er hier vorgeschlagen wird, auch zustimmen und sagen, okay, wir setzen das Ganze auf eine etwas längere Zeitleiste, lassen es noch mal wirklich seriös überprüfen, anhand der dann hoffentlich auch vorliegenden Zahlen aus diesem Bereich, und sind dann in der Lage zu bewerten, wie man künftig mit der weiteren Werbereduzierung im öffentlich-rechtlichen Verfahren kann. Das dazu. Zum 21. Änderungsstaatsvertrag kann ich im Wesentlichen mich auf das beziehen, was die Vorredner schon gesagt haben. Im Übrigen ist es bisher oder über viele Jahre hinweg eine gute Tradition gewesen, auch hier im Hohen Hause, dass diese Art Staatsverträge, die über 16 Länder hinweg diskutiert werden und jeweils von den jeweiligen Mehrheiten dort auch umgesetzt werden, interessanterweise dann manchmal zwar in den einzelnen Ländern von einzelnen Fraktionen abgelehnt werden, was natürlich nach außen ein merkwürdiges Bild macht. Also, wenn Herr Kretschmann in Baden-Württemberg diesen Staatsvertrag unterzeichnet und beschließt und die Grünen Nordrhein-Westfalen finden ihn aber jetzt völlig irre und lehnen den ab, dann kann politisch ja irgendwas für die meisten Leute nicht zusammenpassen, jedenfalls aus grüner Sicht. Und womöglich geht das anderen Parteien oder Fraktionen, sowohl hier im Hohen Hause wie überhaupt, auch so. Das ist einer der Gründe, warum wir nach reiflicher Überprüfung und Betrachtung der Dinge, auch in Rücksprache mit unserem Experten, der in der Anhörung für uns auch uns beraten und vorgetragen hat, zu dem Beschluss gekommen sind, dass die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sowohl dem 21. Rundfunkänderungsvertrag zustimmen wird, als auch dem 16. Rundfunkänderungsvertrag und damit ein Stück weit an eine Tradition anschließen, die früher, als die Zeiten noch andere waren,
Usus waren, nämlich dass man in diesen großen, wichtigen Fragen, die alle Bundesländer betreffen, das Land eigentlich auch Einigkeit hatte, eben vor dem Hintergrund dessen, dass wir wissen, was wir am dualen System in Deutschland haben, nämlich eine freie, eine vielfältige Presse und eine, in der sich die meisten Menschen auf der einen wie auf der anderen Seite auch wirklich wiederfinden. Vielen Dank.